willkommen zum neuen Video von Your Insight. Heute sind wir in Mendig auf dem SEAT-Treffen, auf dem Flughafen in Mendig. Neben mir steht der Manfred, langjähriger Organisator, Mitbegründer des SEAT-Treffens. Hallo Manfred. Ja. Hallo Jochen. Grüß dich. Wir sind ja jetzt wieder heute da. Das heißt, wir hatten jetzt leider 2 Jahre Pause aufgrund der ganzen Pandemie-Geschichte. War die Veranstaltung leider nicht möglich. Erzähl doch mal unseren Zuschauern, seit wann macht er die Veranstaltung, wo kommen die Leute her, was ist geboten, wie viele Fahrzeuge sind da etc. nachher. Gegründet wurde das Ganze das erste Mal im Jahr 2009 in Bitburg auf dem Flugplatz. Da hat man 2 Veranstaltungen und sind dann hier nach Mendig rüber gewechselt, wo wir mittlerweile seit 10 Jahren das Treffen durchführen. Die Leute, die hier sind, kommen aus den ganzen eigentlich EU-Ländern, die wir rundum haben. Luxemburg, Niederlande, Frankreich, Belgien. Schweiz leider in diesem Jahr nicht vertreten, fehlt doch ein bisschen, waren auch einige Teilnehmer sonst dabei. Österreich darf man natürlich auch nicht vergessen. Was wird geboten? Die Teilnehmer können an dem Wochenende zelten, gemeinsam mit ihren ganzen Bekannten, die ein schönes Wochenende verbringen, ist quasi so ein kleiner Kurzurlaub. Also sozusagen wie so eine Art Familientreffen, ja, der SEAT und Cupra-Fahrer. Richtig familiär, ja. Das Ganze hier. Trotz der Größe jetzt. Alles familiär geblieben. Was ist der besondere Vorteil jetzt hier auf dem Flughafen? Welche Möglichkeiten habt ihr hier mit den Zuschauern und Besuchern, was zu unternehmen oder was zu veranstalten? Der Vorteil hier ist natürlich, dass die Fläche halt recht groß ist. Wie gesagt, Campingmöglichkeiten, ein Hangar steht zur Verfügung, da können sich Aussteller positionieren. Man hat das Catering im Hangar drin, die Bühne für Partys und so weiter. Ist von der Location her absolut perfekt geeignet dafür. Man ist natürlich auch etwas unabhängiger vom Wetter. Ja. Ich kann mich erinnern, wir waren schon da in Jahren, da hat es hier gestürmt und geschneit, hätte ich beinahe gesagt. Ja. Gestürmt ja, und geregnet. So weit, ne? Und geregnet, ja, obwohl man sagen muss, die Veranstaltung findet ja immer jedes Jahr im August statt. Ja. Und zwar immer, ich glaube, das vorletzte Wochenende im August. Also im Prinzip dann, wenn viele Leute in Urlaub haben und kommen können, sollte man normalerweise schönes Wetter werden. Heute haben wir das Glück, heute haben wir schönes Wetter, das passt alles. Vielleicht noch ganz kurz, wie viele Besucher oder wie viele Fahrzeuge sind aktuell da? Aktuell geschätzt würde ich sagen 400 Fahrzeuge ungefähr auf dem Platz, Besucherzahl entsprechend höher. Wir haben gerade das Thema Hangar angesprochen, wir haben Gastro drin, wir haben hier steht eine Bühne, wir zeigen euch gleich mal den Hangar, wir haben die Bühne drin. Was passiert in der Halle denn alles außer der Gastro? Habt ihr irgendwelche Veranstaltungen, Events in der Halle drin für die Besucher? Im Hangar findet noch die Show- und Scheinbewertung statt, wo die Fahrzeuge dann begutachtet werden auf Qualität, Ausführung der Arbeiten, Eigenständigkeit, ob die Leute was selber gemacht haben oder nicht, wird bewertet. Sind die Fahrzeuge sauber in allen Ecken? Auch ganz wichtiger Punkt. Und was gibt es da zu gewinnen oder was können die Leute da erreichen? Es gibt Pokale. Es gibt Pokale für verschiedene Kategorien, für verschiedene Fahrzeuge und noch halt einen Pokal noch für das beste Fahrzeug, was in der Bewertung dabei war, das ist die beste Show. Wer den hat, kann es sicher sein, dass er von denen am Platz wirklich der Beste war. Und abends auch Programm? Abends Programm mit DJ, Party. Also wie ihr seht, hier ist einiges los, wenn ihr ein geiles SEAT habt oder ein geiler Cupra habt. Auf jeden Fall vormerken, jedes Jahr im August, vorletztes Wochenende, Mendig im Flughafen, das Ganze nennt sich European SEAT Meeting. Richtig. Eigene Homepage, könnt ihr euch anmelden, registrieren. Ansonsten Instagram, Facebook-Seite, denke ich mal, mit dabei. Insta werden wir jetzt mal anfangen, Facebook sind wir. Seid ihr mit dabei. Ja. Und wir laufen jetzt gemeinsam über Platz und zeige euch mal, welche tolle Fahrzeuge da sind. Viel Spaß dabei. Club Luxemburg ist auch da. Die haben ein ganz spezielles SEAT-Fahrzeug dabei.
Und das zeigen wir euch jetzt. Habe ich nicht zu viel versprochen, ein ganz besonderer Seat. Ein Seat Arosa mit? Zapfanlage. Mit Zapfanlage. Komm, erklär mal. Erklär mal, was ist da los bei euch? Was gibt's da? Normalerweise zapfen wir über den Kanister. Ja? Aber da gab es heute Probleme, Druckprobleme. Okay. Und darauf steht die Zapfanlage jetzt hinten drin. Ihr habt da hinten eine Zapfanlage und vorne habt ihr ja einen Grill drin. Genau. Das können wir uns mal anschauen, oder? Das heißt, ihr habt keinen Kühlergrill, sondern einen richtigen Grill? Yes. Okay. Die Kohle fällt einfach unten rein, dann haben wir einen Back, den nehmen wir raus und weg damit. Und wie viele Steaks passen drauf? Bitte? Wie viele Steaks passen drauf? Genug. Genug. Eine Fußballmannschaft jetzt auch. Also selbst die Seat-Fahrer haben nicht nur coole Autos, der war ein cooler Grill dabei und noch eine coole Bar im Auto. Jetzt sind wir im Hangar, haben wir vorhin schon euch angesagt, hier stand die Gastro-Show- und Scheinwettbewerbe. Ich hoffe, euch hat der kleine Überblick über die Veranstaltungstreffer gefallen. Abonnieren nicht vergessen, Like hinterlassen und dran denken für nächstes Jahr 2023. Vorletztes Wochenende im August, Mendig, Seat Europe Meeting. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.